den Parteivorsitzenden der Partei Die Linke, Bernd Rixinger. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ich darf euch alle ganz herzlich zum Jahresauftakt der Europäischen Linken begrüßen. Insbesondere begrüße ich unsere internationalen Gäste. Die da sind aus Frankreich, Finnland, Weißrussland, Türkei, Belgien, Moldawien und der Schweiz und Spanien. Besonders begrüße ich den Botschafter, seine Exzellenz Rodrigo Osvaldo Chavez Zamudio, Botschafter von Venezuela. Stellvertretend für die europäischen Gäste begrüße ich Pierre Laurent, den Vorsitzenden, den Präsidenten der Europäischen Linken, und Maite Mola, die Vizepräsidentin der Europäischen Linken. Herzlich willkommen. Und wurde mir gerade ein Zettel zugesteckt, den Botschafter von Kuba begrüße ich auch ganz herzlich. Ich habe ja jetzt über Weihnachten euer schönes Land besucht. Herzlich willkommen. Die Beteiligung von Pierre Laurent, Maite Mola und andere zeigt, dass wir dabei sind, eine starke europäische Linke zu schaffen. Eine europäische Linke, die ernst genommen werden muss im Kampf gegen die unsoziale und undemokratische Politik der Troika. Europa braucht eine starke Linke, die maßgeblich dazu beiträgt, der neoliberalen Hegemonie, die die Interessen der Konzerne und der Banken rücksichtslos gegenüber den Lebensinteressen der Menschen in Europa den Vorzug gibt, entschlossen entgegenzutreten. Den Linken in Deutschland wird gerade in manchen Veröffentlichungen vorgeworfen, sie sei nicht proeuropäisch. Ich will dazu ganz deutlich sagen, diejenigen, die mit ihrer verheerenden und unsozialen Politik, die mit Kürzungs- und Verarmungsprogrammen Millionen Menschen in Europa in die Armut zwingen, die die größte Massenarbeitslosigkeit der letzten Jahrzehnte mit verursacht haben, denen die Rettung der Banken 100-mal wichtiger ist als die Zukunftsperspektiven der Jugend in Europa. Diese Kräfte zerstören die Fundamente der europäischen Integration, nicht die Linke. Sie sind die wahren Antieuropäer, denn sie zerstören den sozialen Zusammenhalt in Europa. Und sie zerstören die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Die Linke kämpft für ein soziales, solidarisches und demokratisches Europa. Wir kämpfen für ein Europa der Menschen, nicht der Banken und Konzerne. Wir kämpfen für ein Europa, das nicht unsere Nachbarn zum Bettler machen will, sondern allen Menschen in Europa eine Zukunftsperspektive bringt. Wir kämpfen für ein Europa, in dem Krieg, Gewalt und der Export todbringender Waffen geächtet wird. Und wir wollen kein Europa der Diktate, der Nötigung, der Entmachtung gewählter Parlamente, der Übermacht wirtschaftlicher Lobbyinteressen und Lobbyverbände,
Nein, wir kämpfen für ein demokratisches Europa, in dem jeder Mensch die gleiche Stimme hat. Wir sind Europäer und wir sind Internationalisten mit Haut und Haaren. Wir nehmen die Gedanken der internationalen Solidarität ernst. Wir schaffen ein soziales und demokratisches Europa von unten, während die wirtschaftlichen und politischen Mächtigen gerade dabei sind, die Idee eines geeinten Europas an der Realität eines sozial zerklüfteten Europas zum Scheitern zu bringen. Lassen wir nicht zu, dass sie damit Erfolg haben. Eine der größten Sünden der deutschen Sozialdemokratie ist, dass sie die Unterschrift unter einen Koalitionsvertrag gesetzt haben, der die Europapolitik von Merkel fortschreibt. Es ist ein Witz, wenn gar diese Politik als erfolgreich dargestellt wird. Die Massenarbeitslosigkeit in Europa ist um 70% gegenüber 2007 gewachsen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in vielen Ländern wie Spanien oder Griechenland über 50%, in Italien 30%. 6 Milliarden, lächerliche 6 Milliarden, hat die Europäische Union für ein Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung gestellt. 4.200 Milliarden für die Rettung der Banken. Müsste es nicht umgekehrt sein? Müsste uns die Zukunft der Jugend in Europa nicht mehr wert sein als die Rettung der Banken? Für mich ist klar, wir als Linke werden niemals Frieden mit einer Politik machen, die Kinder hungern, Menschen frieren und Rentnerinnen und Rentner im Müll wühlen lässt. Egal, ob in Berlin, Madrid, Athen oder Lissabon, wir kämpfen entschlossen und gemeinsam gegen diese würdelose Politik von Frau Merkel und der Troika. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist ein altes Spiel der Rechten und Rechtspopulisten, die Menschen gegeneinander auszuspielen, mit dem Finger auf die zu zeigen, die anscheinend schamlos unsere Sozialsysteme ausnützen würden. Wer betrügt, der fliegt, will die CSU auf ihre Plakate schreiben. Wenn das übrigens ernst genommen würde, wäre der Bayerische Landtag ziemlich leer. Und für die Ehrentribüne des FC Bayern München könnte man an ganze Schulklassen Freikarten verteilen, weil dann Platz genug dafür da wäre. Die Botschaft der CSU ist klar: Ihr braucht in Deutschland keine rechtspopulistische Partei zu wählen, weil ja mit der CSU eine im Deutschen Bundestag sitzt. Und ich sage dazu: Nein, unser Problem ist nicht, dass die Armen Arbeit suchen, sondern dass die Reichen keine Steuern bezahlen. Unser Problem heißt nicht Armutszuwanderung, sondern Reichtumsflucht. Und die müssen wir entschlossen bekämpfen, und zwar europaweit. Wir stellen nicht die Freizügigkeit von EU-Bürgerinnen und Bürgern in Frage, sondern die von Hoeneß und anderen Steuernbetrügern. Aber ich sage auch, für die Linke bedeutet das eines: Der Versuch der Rechtspopulisten, Deutsche gegen Griechen, Spanier gegen Italiener und andere gegeneinander auszuspielen. Denen müssen wir gegenüberstellen ein anderes Spielfeld der Politik in Europa. Es geht nicht um Deutsche, Griechen oder Italiener oder Spanier, sondern es geht um einen Konflikt zwischen oben und unten. Und da müssen wir Flagge zeigen, internationale Solidarität zeigen, europäische Solidarität zeigen.
Und dazu müssen wir auch sagen, was wir für ein Europa wollen. Erstens, ich mache nur einige wenige kurze Punkte. Erstens, wir wollen die Finanzmärkte regulieren, Spekulationsgeschäfte verbieten, die Banken verkleinern, vergesellschaften und unter öffentliche Kontrolle stellen. Wir wollen die Steueroasen trockenlegen. Es muss Schluss damit sein, dass in Europa riesige Steuerfluchtnetzwerke aufgebaut werden und die Banken als Schlepper agieren. Es darf in Europa kein Asylrecht für das große Geld geben. Zweitens, wir wollen nicht, dass nicht länger Löhne und Renten gekürzt, Sozialsysteme zerschlagen und öffentliches Eigentum verramscht wird. Reiche und Vermögende müssen endlich zur Kasse gebeten werden, deshalb Millionärsabgabe in ganz Europa. Das Vermögen der europäischen Millionäre beträgt 14 Billionen Euro. Die Staatsschulden betragen 11 Billionen Euro. Wir haben keine Schuldenkrise, sondern wir haben eine Verteilungskrise in Europa. Drittens, wir brauchen keine Bankenrettungspakete, sondern ein Programm gegen die Massenarbeitslosigkeit und gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Wir brauchen ein Zukunftsprogramm für Europa, das Arbeit schafft und öffentliche Infrastruktur aufbaut, statt öffentliches Eigentum zu verramschen. Viertens, wir wollen Mindestlöhne, Mindestsicherung, tariflich und sozial regulierte Arbeit statt Prekarisierung und Armut. Fünftens, wir wollen mehr Demokratie statt die Herrschaft nicht gewählter Kommissionen und der Lobbygruppen der Wirtschaft. Wir wollen Volksentscheide, direkte Demokratie und wir wollen das Recht auf politischen Streik in ganz Europa, gerade in Deutschland hier. Sechstens, 2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Wir stehen für ein friedliches Europa. Die Linke ist die einzige Partei im Deutschen Bundestag, für die Krieg keine geeignete Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Bei dieser Haltung wird es ohne Wenn und Aber bleiben. Deshalb kämpfen wir gegen die Militarisierung der EU. Wir schämen uns dafür, dass die EU-Staaten zusammen mit der USA der größte Waffenexporteur der Welt sind. Jede Waffe findet ihren Krieg und jede Waffe kann töten und mit dem Tod wollen wir keine Geschäfte machen. Wir kämpfen für ein soziales, demokratisches, solidarisches Europa. Frau Merkels Europa der kalten Herzen setzen wir ein anderes Europa gegenüber. Ein Europa der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit, ja der Leidenschaft und ich sage ganz bewusst und der Liebe zu den Menschen in ganz Europa. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Gerne kündige ich jetzt den nächsten Redner an, nämlich Pierre Laurent, den Präsidenten der Europäischen Linken.